Ich zeige dir, wie du mit wenig Zeitaufwand mehr Muskeln aufbauen kannst. Bleib dran! Ich bin der Meinung, dass 90% mit dem Economic Training bessere und schnellere Ergebnisse erzielen. Economic Training ist eine zeitsparende Methode, wie man maximal Muskelaufbau erzielen kann, egal ob für Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittener, egal ob das Ziel primär die Gesundheit ist oder zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit, zum Beispiel bei anderen Sportarten oder eben wirklich ganz gezielt Muskelaufbau, Figurstraffung für Frau oder Bodybuilding, wie auch immer. Dieses Trainingssystem funktioniert hervorragend. Warum du vielleicht keine Fortschritte beim Muskelaufbau erzielst, könnte eine der folgenden Gründe sein. Die Prinzipien des Economic Trainings. Erstens, du solltest weniger trainieren wie bisher. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du zu viel trainiert hast. Beim Economic Training führt man eine Trainingseinheit in 30 bis 45 Minuten aus. Der Fokus liegt auf effektivem Training, auf effizientem, zeitsparenden Krafttraining. Es wird alles Notwendige getan, damit ich in kürzester Zeit Muskelaufbaufortschritte erziele. Und wenn man richtig vorgeht, dann macht es alleine schon hormonell bedingt, also vom Stressfaktor her, Cortisol, Adrenalin, macht es keinen Sinn, länger wie 45 Minuten intensiv zu trainieren. Ein weiterer Punkt, wie du weniger trainieren umsetzen kannst, ist, dass du deine Trainingseinheiten auf maximal 3 Einheiten pro Woche setzt. Ich habe erst vor kurzem ein Video gemacht, dass es sogar viele Weltklasse-Bodybuilder mit maximal 3 Krafteinheiten pro Woche schaffen, erfolgreich zu sein. Und wenn das Weltklasse-Bodybuilder erreichen, dann braucht jeder, wo ins Fitnessstudio geht, nicht öfter als 3-mal ein Krafttraining ausüben. Und genau hier setzt auch das Economic Training an. Beim Economic Training trainiert man 2 bis 3-mal die Woche. Im Normalfall nicht über 45 Minuten. Wenn man fit ist, wenn man mit den Prinzipien, mit dem Trainingssystem vertraut ist, dann schafft man es sogar, eine Trainingseinheit in 30 Minuten oder weniger zu absolvieren. Weniger trainieren heißt, ich mache auch insgesamt weniger Übungen bzw. weniger Sätze. Es reichen bereits höchstens 3 Sätze pro Muskel aus, pro Trainingseinheit. Man muss also nicht mehr trainieren, wenn man es eben nach den Economic Training Prinzipien umsetzt. Maximal 3 Sätze pro Muskel, das mag jetzt für viele unglaublich klingen, weil sie ja alleine schon eine Übung 3 oder 4 Sätze ausführen und dann Muskel dann eben mit 2 oder vielleicht sogar 3 oder mehr Übungen bombardieren. In der Annahme, dass mehr besser ist, dem ist aber nicht so. Trainiere weniger, trainiere pro Trainingseinheit maximal 45 Minuten, versuche kürzere Pausen zwischen den Übungen zu machen, versuche weniger Sätze, weniger Übungen insgesamt pro Trainingseinheit zu machen. Und trainiere maximal 3-mal in der Woche, am besten auch hier, wenn du einen Tag trainierst, machst du einen anderen Tag Pause. Zweites Prinzip beim Economic Training. Trainiere harder. Das ist der Hauptgrund, dass viele wirklich nur unbefriedigende Ergebnisse beim Krafttraining erzielen. Die ersten 2-3 Monate geht meistens etwas, erzielt man, sag ich mal, mit fast jedem Training, weil es ungewohnt ist, erzielt man Fortschritte, aber ab 3-4 Monate aufwärts wird es dann immer wichtiger, dass man richtig trainiert. Und das Ziel sollte sein, harder zu trainieren. Die meisten trainieren unproduktiv, trainieren viel zu lang, viel zu viel und eben vor allem nicht ausreichend intensiv. Weil man muss sich immer vor Augen halten, das Training ist dazu da, einen Reiz zu setzen. Das heißt, du musst was tun, was dein Körper noch nicht kennt. Du musst versuchen, dich zu steigern. Du musst also an deine Grenzen gehen. Weil wenn du dich zurückhältst, wenn du Sätze ausführst, wo der Muskel nicht wirklich erschöpft wird, was sollen dir diese Sätze bringen, bitte? Ein Sprinter käme auch nicht auf die Idee zu sagen, okay,
Ich laufe jetzt dreimal die 100 Meter im Training und die ersten zweimal, da laufe ich jetzt vielleicht nur 80 oder 90%, da halte ich mich ein bisschen zurück, dass ich dann im letzten Durchgang wirklich 100% geben kann. Die ersten 200 Meter Läufe werden mit Sicherheit überhaupt nichts bringen. Es bringt nur was, wenn du wirklich an deine Grenzen gehst. Nur dann setzt du einen Reiz, dass sich in der Erholungsphase etwas verändert. Harder trainieren bedeutet, fokussiere dich auf intensive Sätze. Das heißt, du machst jeden Satz wirklich bis zum geht nicht mehr oder zumindest bis kurz davor. Auch das ist schon sehr, sehr hart und das machen die wenigsten. Jeden Satz all out heißt, bei korrekter Form, also bei korrekter Technik, führst du jeden Satz bis zum geht nicht mehr aus, also bis zur konzentrischen Muskelerschöpfung, bis du keine weitere korrekte Wiederholung mehr ausführen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das zumindest in regelmäßigen Abständen so umsetzt. Wie macht man das? Empfehlung, man arbeitet bei den Slow Reps mit einer Kadenz von 4 Sekunden positiv, 1 Sekunde haltend, 4 Sekunden negativ und wieder 1 Sekunde haltend. Beim Curl wäre das jetzt als Beispiel 4 Sekunden für die Aufwärtsbewegung. 1 Sekunde halten, Muskel vielleicht noch zusätzlich versuchen anzuspannen und 4 Sekunden ganz langsam absenken, ebenfalls bis kurz vor der Streckung und wieder 1 Sekunde halten. Eine Wiederholung führst du in 10 Sekunden aus. Gerne noch ein bisschen langsamer, aber nicht schneller. Und so führst du alle Wiederholungen aus. Von der ersten bis möglichst zur letzten langsam. Bei allen Übungen. So, meine lieben Zuschauer, um das Ganze mit den Slow Reps zu verdeutlichen, jetzt einmal noch in der Praxis, wie das Ganze aussehen soll. Hier bei der Schulterpresse, also in 4 Sekunden ganz, ganz, wirklich ganz langsam absinken. Halten 1 Sekunde und ebenfalls möglichst langsam in 4 Sekunden wieder hoch, wo man dann ebenfalls wieder ganz kurz hält. Und versuche bitte wirklich die Wiederholungen alle so langsam zu machen. Da musst du sicherlich am Anfang deutlich mit dem Gewicht zurückgehen, wenn du bisher ganz normal trainiert hast. Aber ich kann dir garantieren, diese Vorgehensweise mit den Slow Reps, das wird sich definitiv für dich lohnen. Du wirst sehen, alleine schon die Slow Reps, das ist eine deutliche Intensitätserhöhung, weil der Muskel einfach einer viel, viel höheren, stärkeren Spannung ausgesetzt wird. Man arbeitet praktisch ohne Schwung, man macht sich beim Absenken, beim Curl zum Beispiel auch nicht die Schwerkraft zunutze. Du hast eine hartere, intensivere Belastung für den Muskel. Und das ist das genau, was wir anstreben. Zusätzlich solltest du einen Satz 60 bis 90 Sekunden ausführen. Also Gewicht, wo bis zum konzentrischen Muskelversagen kommst, soll es so gewählt sein, dass 60 bis 90 Sekunden möglich sind. Das heißt, umgerechnet mit den Slow Reps, 6 bis 9 Wiederholungen pro Satz bei jeder Übung. Wenn du über 90 Sekunden kommst, dann ist das Gewicht zu leicht, von mir aus auch 100 Sekunden, dann gehst du dann eben im Training Step by Step hoch. Wenn du unter 60 Sekunden rutschst, oder zumindest unter 50 Sekunden, dann geh mit dem Gewicht zurück. Ganz auch wichtig, dass du in diesem Spannungsdauerbereich arbeitest, damit du wirklich die Muskelfasern maximal reaktivierst. Und da musst du einfach mal am Anfang testen, welches Gewicht du bei den Übungen verwenden kannst. Nimm erstmal ein bisschen weniger, um dich reinzufinden. Und wichtig ist eben, einen Satz innerhalb von 60 bis 90 Sekunden bis zum Muskelversagen auszuführen. Wenn du etwas fortgeschritten bist, wenn du mit dem Economic Training vertraut bist, wenn du etwas härter trainieren möchtest, dann arbeite zusätzlich mit Intensitätstechniken. Entweder mit Reduktionssatz ein- oder zweimal nach jedem Satz oder am besten Pausensatz. Das ist am einfachsten eigentlich umzusetzen. Das heißt, du machst einen Satz all out bis zur konzentrischen Muskelerschöpfung. Wartest nur ganz kurz, 10, höchstens 15 Sekunden und versuchst dann nochmal ein oder zwei Wiederholungen herauszuquetschen. Und diese Pausensätze kannst du ein- bis zweimal nach jedem Satz machen.
trainiere harder und zwangsläufig ist dann ein Training auch wirklich maximal in 30, 45 Minuten beendet. Du brauchst auf jeden Fall bei diesem Training auch entsprechend Pausentage, deswegen maximal 3 Krafteinheiten pro Woche. Und eben die geringe Satzzahl ergibt sich von ganz allein. Mehr ist definitiv nicht notwendig beim Economic Training. Ein Prinzip des Economic Trainings ist vor allem auch die gesundheitsorientierte Vorgehensweise. Und mit dem Economic Training kann prinzipiell jeder vorgehen. Unabhängig auch vom Alter her, für Frauen, für Männer sehr, sehr gut, für die Gesundheit vor allem auch sehr gut. Natürlich müssen dann die Übungen entsprechend so gewählt werden, dass, sofern Beschwerden vorhanden, dass ihr Training eben einfach vom Plan her abgestimmt ist. Viele Übungen sind auch bei entsprechenden Beschwerden nicht geeignet bzw. modifiziert geeignet, aber man kann sagen, in den meisten Fällen ist nur bei Schmerzen temporär ist sinnvoll, wirklich gar nichts zu machen. Ansonsten sollte man möglichst früh die Muskulatur, die Gelenke durchbluten und ganz langsam dann eben abhängig vom Gesundheitszustand und vom Befinden sich dann steigern. Also das muss dann aber mit einem Fachkraft oder mit einem Arzt oder Therapeuten entsprechend abgeklärt werden. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist bei jeder Übung, dass man mit korrekter Technik trainiert. Man soll hart trainieren, ja, man soll intensiv trainieren, abhängig vom Gesundheitszustand, abhängig vom Befinden natürlich. Aber das Wichtigste ist die Technik, also die ganz korrekte Form, was alleine schon mit den Slow Reps relativ gut gewährleistet ist. Weil man im Normalfall deutlich mit dem Gewicht zurückgehen muss, wenn man bisher normal trainiert hat, mit schnellerer Ausführung. Und deswegen ganz, ganz wichtig, gesundheitsorientiert vorgehen. Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Man sollte sich nicht verletzen beim Krafttraining. Deswegen trainiere mit Verstand, trainiere mit Kopf, lass dein Ego außen vor, trainiere mit korrekter Ausführung. Das eine ist vom anderen abhängig. Hier brauchst du dann eben auch nicht so viel Gewicht. Du solltest nicht so sehr auf das Gewicht achten. Du solltest schon schwer trainieren. Du solltest mit den Slow Reps trainieren, also möglichst schwer natürlich. Aber du solltest jetzt nicht, wie es bei vielen der Fall ist, zum Beispiel, wenn man die Grundübungen ausführt, Kniebeugen oder Bankdrücken vor allem, dann achten viele einfach zu stark auf das Trainingsgewicht und trainieren nicht mit sauberer Form. Nein, da ist dann mehr das Ziel, das Gewicht von Punkt A nach Punkt B zu bringen oder Show-Training zu machen oder zu demonstrieren, sich oder den anderen, wie stark man ist. Und ein Krafttraining für Muskelaufbau zumindest hat überhaupt nichts verloren. Das ist absoluter Quatsch. Also da hat man... Ich habe früher auch so trainiert, okay, habe ich auch Blödsinn gemacht, wo ich ganz, ganz jung war. Aber wie gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste und auch für Muskelaufbau besser mit entsprechendem Gewicht möglichst schwer trainieren, aber mit korrekter Form und mit den Slow Reps bei der entsprechenden Spannungsdauer innerhalb von 60 bis 90 Sekunden grob eines Satzes. Dann wähle die Übungen, wo du dich wohlfühlst, wo du die Muskulatur am besten triffst und die du vor allem korrekt ausführen kannst. Also du musst kein Kreuzheben machen, wenn du das nicht kannst oder willst. Wenn du dich nicht wohlfühlst, du musst auch keine Kniebeugen machen oder Flachbankdrücken oder überhaupt Hanteltraining. Meine Empfehlung, wenn gute Maschinenpark vorhanden ist, mach Maschinentraining. Hier kannst du dich besser auf die Muskulatur konzentrieren. Man ist meistens nicht so sehr aufs Gewicht fokussiert. Du kannst oft die Muskulatur isolierter trainieren und vor allem ist auch ein gesundes Training eher gewährleistet, sodass die Verletzungsgefahr nahezu bei null ist. So, all diese Prinzipien beinhaltet das Economic Training. Deswegen, wenn du gesundheitsorientiert vorgehen möchtest, für alle Altersklassen übrigens geeignet, ab 1,50 Meter bei uns in den Studios, Deininger Training, muss ich auch mal kurz sagen. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann kannst du im Ostalbkreis, in Oberkochen, in Bettringen, Schwäbisch Gmünd oder eben in Heubach gerne mal ein Probetraining machen. Das muss ich jetzt einfach mal auch an dieser Stelle sagen. Hier kurz jetzt ein paar Bilder von den Deininger Training Filialen und bei uns ist wirklich jeder recht herzlich zu einem Probetraining willkommen, der auf gesunde, zeitsparende Art und Weise Fortschritte erzielen möchte und zwar unter genauer Anleitung von den ausgebildeten Trainern. Wir freuen uns auf euch, also wirklich, wenn ihr Interesse habt, einfach mal ein Probetraining machen. Nicht im Oststadtkreis wohnst, falls du dennoch mit dem Economic Training arbeiten möchtest, kannst du das natürlich auch tun. Deswegen gibt es meinen Kanal, deswegen gibt es auch die ein oder andere Information. Mein Buch mit wenig Aufwand zum Traumkörper ist ebenfalls zu erhalten auf Amazon. Ein paar
Kindle bzw. auf meiner Website economictraining.de ein paar PDF bzw. ein paar EPUB-Datei. Das hatte ich unten noch verlinkt, da kannst du das mal anschauen, wenn du Interesse hast. Dann, wenn du weniger trainieren möchtest, 90% werden mit dieser Vorgehensweise, da bin ich mir ganz sicher, das garantiere ich, bessere Ergebnisse erzielen. Wenn du musst dann aber automatisch nicht nur weniger trainieren, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit harter trainieren wie bisher. Und wenn du das dann so alles umsetzt, kannst du auf gesunde Art und Weise mit recht wenig Zeitaufwand maximale Muskelaufbauerfolge erzielen für die Optik, für die Figur, fürs Wohlbefinden, für die Leistungsfähigkeit und auch für die Gesundheit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann.